Alter, Fuenza Lida mit dem Zerstörer. Ausrufezeichen Zerstörer eingeben, Leute. Dann werdet ihr sehen, wie das hier gemacht wird mit dem Druckpass und dass ihr einfach immer durchlaufen müsst. Schaut euch das Tutorial an, wer es noch nicht gesehen hat. Glaubt mir, es wird euer Spiel, euer Offensivspiel so verstärken. Apropos Triple H. Triple H. Was zur Hölle habe ich da heute angesehen bei Team Kalation? Also mir schickt ein Mod, Stefano genauer gesagt, in die Modgruppe, ich muss jetzt schon lachen. Seht ihr? Der Zerstörer. Wie Team Kalation seine Rewards öffnet, seine Untradables, ne? Und wie er einfach in seinem Stuhl stecken bleibt, Alter. Ich hab mich durchgelacht. Team Kalation versinkt hier komplett, ne? Und bleibt im Stuhl hängen. Ich hab mich so kaputt gelacht, Alter. Ich dachte, safe, er schauspielert. Habt ihr das nicht gesehen, Leute? Wer das auch nicht gesehen hat, das müssen wir uns später anschauen. Das war Comedy vom Feinsten, Alter. Scheiße! Oh, meine Augen tränen. Ich muss jetzt schon wieder lachen. Habt ihr das nicht gesehen, Leute? Wer hat das mitbekommen mit dem Kalation, wie er im Stuhl stecken geblieben ist? Wie er da einfach hängt wie so eine Robbe. Ich komme nicht ran. Ach, wie geil. Ja, ja, sollen wir uns gönnen? Also, er wusste scheinbar gar nicht, dass es hier 1 von 5 Spielern bei 10 gibt, ne? So. Gönnt er sich jetzt hier, der macht es halt spannend, ne, mit Musik und so, glaube ich, soweit ich weiß. Pass auf, er gibt jetzt ein, ne, er gibt halt jetzt die Musik ein, ne, damit es nochmal ein Tick spannender ist. Also, epische Musik und so, okay. Ist jetzt besser? Er hat es selber auch lauter gemacht, okay. So, epische Musik, weil jetzt kommt das heftige 1 von 5 Spielern-Pack, wo alles drin sein kann, ne, Mbappé, alle können sie drin sein. Er ist ready. Und er feiert sich. Er feiert sich halt. Und so quasi, jetzt kommt hier Ronaldo, ne? Jetzt hat er hat es aber so eingestellt, dass er selber nicht sehen kann, was jetzt kommt. Er macht einen nach dem anderen auf. Er sieht es nicht auf einmal, ne? So, das ist der erste, okay? Nicht übel, nicht übel. Ja, ist nicht übel. Ist nicht übel, ne? Das ist nicht übel. Das ist so nicht so schlecht, Tim, auf jeden Fall. Stabil, ja, also ihr seht, er ist komplett in the zone, da kann da noch mehr kommen. Also ihr müsst euch vorstellen, das Ding ist halt eben, ganz kurz, das Ding ist eben, Tim hat Road to Glory Team, er investiert keinen Cent und er baut sich ein Team zusammen, er ist ein super Trader und baut sich ein heftiges Team zusammen, okay? Und das ist natürlich für ihn nochmal 10.000 Mal wichtiger als für mich, der hier dieses Jahr so viel investiert hat, ne? Deswegen ganz wichtig für ihn und wir schauen mal weiter, okay? Aber auch die Reaktion, von Tim ist immer beste. Hier habt ihr den Chat, ne? Ja, warte, jetzt kommt das irgendwie nach. Das ich. Versinkt halt, ne? Musik, Leute, die Musik,
Aber die Musik passt halt so geil, ne? Das kann ja nicht sein, Alter. Ach, Junge, tut mein Bauch so weh, Alter. Er steckt halt fest, ne? Er steckt halt. Oh. Oh. Das Ding ist, ich dachte mir jetzt ganz ehrlich, ich dachte mir so, warte mal. Warte mal, ich dachte mir, er spielt halt hier so ein bisschen, wisst ihr, das passt ja halt auch perfekt, ne? Er versinkt da, ne? Ich komme hier nicht mehr raus, ne? Und ich schaue so, ich denke mir, ernsthaft, hängt der da wirklich jetzt da drin? Oder? Und das Ding ist, dass wir sind bei drei, also ihr seht es gerade nicht, 3 Stunden und 10 Minuten und 20 Sekunden, okay? Alter, pass mal auf, pass mal auf. Ne? Er muss Lady Kalation schreiben, ne? Er muss ans Handy, ne? Er kommt nicht zum Tisch, ne? Oh, Tim. Alter, ich komm nicht mehr raus. Oh mein Gott, Tim, Alter. Du machst mich fertig. Das Ding ist, er kommt halt hier wirklich nicht. Schau mal. 2 Minuten später, Leute. 2 Minuten später, er ist immer noch drin. Ich hab den Tisch in der Hand. 2 Minuten später, er hängt immer noch drin, ne? Das ist echt, ich hänge fest. Alter, hallo! Kannst du mal kommen? Ey, Tim, hör auf, Alter. Warte mal, geh mal. Schau mal, wir springen nochmal 2 Minuten weiter. 2 Minuten weiter, Leute. Hier. Ah, jetzt ist er wieder da. Warte, wir haben es geschafft. So. Also ich kann mich hier befreien, dann ist aber der Stuhl kaputt. Hast du ja gut geschafft dann, ne? Boah, ich renk mir die Arme aus, Alter. Aber auch die Musik ist perfekt jetzt, ne? Ich brech den Stuhl jetzt kaputt. Die Musik ist perfekt gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, Tim, Alter. Ich hab hier ohne Scheiß. Ich hab mich hier. Ich kam hier nicht mehr raus. Scheiße. Alter. Ich habe mich hier runterrutschen lassen. Guck mal. Lass mal aufräumen. Jetzt erklärt er, wie es passiert ist, ne? Guck mal. Alter. Was lachst du denn da so? Das Ding ist halt... So, pass auf, ich zeige euch das jetzt. Er erklärt jetzt, wie es passiert ist. Müsst ihr mal vorstellen, ne? Das muss man erstmal hinbekommen, ja. Alles Deno sagt doch, das muss man erstmal hinbekommen, ernsthaft. So, pass auf, ich bin hier runter. Ja. Ich habe mich runterrutschen lassen, ne? Weil ich halt dachte so, ey. So, und dann sind meine Arme hier durch dieses kleine Stück. Weil ich in der Beuge natürlich schmal bin hier, ne? In der Beuge bin ich hier durch diesen kleinen, zwischen Lehne und Arm. Also hier links, runter? Ne? Und dann bin ich weiter runtergerutscht. Und dann hing ich mal die Lehne hier. Ihr müsst euch mal vorstellen, der hing da, also die Lehne war dann da oben, ne? Da oben, das heißt, war nicht nur so ein bisschen, sondern er hing da oben war die Lehne, da drin, ne? Das musst du erstmal schaffen. Also Tim, wirklich, Hut ab. Ich habe mich jetzt zweimal kaputt gelacht, ernsthaft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich zweimal kaputt lachen kann. Beim ersten Mal, wo ich es gesehen habe. Und dann habe ich mich mitten im Spiel, wo ich nur daran gedacht habe, schon kaputt gelacht. Und jetzt, wo ich das dann nochmal gesehen habe, das musst du mal schaffen. Ernsthaft. Also, ich wäre ja für einen Test, ne? Sollen wir mal probieren, ob das funktioniert, Leute? Aber nee, Sarah pennt schon. Wenn ich dann auch mal mit drin hänge, dann wäre keine gute Idee. Nee, aber Tim, danke für den heftigen Lacher, ohne Scheiß. Oh mein Gott. Übrigens, Tim Kalation, my friends, ne? Falls es euch interessiert. Tim Kalation auf Twitch.
mega geiler Streamer, Kollege von mir von Beepart Gaming, super, super Typ. Meine ich wirklich ernst, ihr seht das, mega lustig. Könnt ihr euch mal reinziehen. Okay.